Hallihallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück bei Minecraft. Und das letzte Mal, beziehungsweise gestern, haben wir ja unseren U-Bahn-Bau, also das Ausheben, zumindest schon mal beendet. So, was wir jetzt fix machen, ist hier ein klein wenig Ordnung in der Truhe und dann, geht das quasi hier mit unserem ganz normalen Tagesgeschäft weiter. Warte, ein Büchlein verzaubern wir uns mal eben schnell. Und warte, durchgehen, es schaut gut aus. So. Jetzt schauen wir mal. Einen Zweizeiler hätten wir gerne. Ne, das ist ein Einzeiler. Auch ein Einzeiler. Einer. Da haben wir einen Zweizeiler und wir bekommen Explosionsschutz. Sehr schön. Gegen diese vermaledeiten Creeper, falls wir denn dann mal vorhaben, eine größere Monsterhöhlen-Schlachttour zu begehen. So, als erstes packen wir natürlich hier unser Diamantschwertchen wieder weg und nehmen das Eisenschwertchen dafür mit. Und das Büchlein, das kommt natürlich hier. Haben wir da schon einen Schuss sicher? Ne, haben wir noch nicht. Alles klar, dann rin damit. Und unser Werkzeug im Allgemeinen. Okay, da haben wir noch einen Ersatz. Da haben wir auch noch einen Ersatz. Da müssten wir uns dann in der Theorie ein paar neue Werkzeuge bauen. Kriegen wir auch hin, denke ich mal. So, da müssen wir mal ganz fix in die Holzabteilung rüber und uns ein wenig Holz holen. Was wir heute machen werden? Oh, wir haben wieder jede Menge Eichenholz. Das ist schön. Was wir heute alles so machen werden, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich lasse mich da ein klein wenig davon überraschen. Zu tun haben wir ja prinzipiell eigentlich jede Menge. Sind wir denn das letzte Mal eigentlich fertig geworden? Das weiß ich gar nicht. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Ach so, genau, ja, unseren Kuppelkomplex hatten wir ja ein bisschen weiter gemacht. Und da sind wir so weit fertig geworden, dass wir eigentlich weiter buddeln müssten. Jo, aber nicht heute. Ich habe heute keine Lust auf buddeln, ehrlich nicht. Deshalb... Warte, deshalb suchen wir uns quasi ein neues Projekt. Wie schaut's denn hier aus? Schaut gut aus mit den Steinen, die holen wir gleich mal raus. Dann stoppen wir gleich mal neue nach. Denn wir werden auch hier jetzt dann ein paar Steine benötigen. Haben wir da denn... Ah ja, sehr schön, die ist noch voll. So soll das sein. Hier mal wieder ein bisschen Ordnung rein. So, und dann brauchen wir hier jetzt nochmal... 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann stopfen wir gleich wieder hier rein. So. Ups. Weil dann würde ich sagen, beginnen wir schon mal ein bisschen damit, oben auszubauen. Ich bringe nur schnell noch das Eisen hoch ins Lager und dann schauen wir uns das alles mal an, was wir jetzt dann vorhaben. So, wie sieht es denn überhaupt mit unserem Eisenlager aus? Ja. Geht ja. Nehmen wir da mal die 2 Stacks mit. Die können wir oben reinschmeißen. Und 1 Stack Gold, da schmeißen wir auch noch oben rein. Halt, wir haben noch einen Stack Kohle, der hier rein kann. Sehr schön. 10 Stacks sollten genügen. Warte mal, habe ich denn... Okay. Ich probiere nämlich ab und zu mal ein bisschen rum. Und da stelle ich dann immer auf verriedlich... Damit da auch nichts passiert auf der Kopie. So, jetzt hier oben haben wir gesagt, wollen wir jetzt ein klein wenig ausbauen. Das heißt, hier kommt ja dann so ein kleiner Turm her, der ungefähr diese Ausmaße hier haben soll. Obwohl vielleicht auch nur diese Ausmaße. Man wird sehen. Und hier geht ja dann quasi ein Gang entlang und dann kommen wir ja quasi hierher. Was bist du hier? Geh weg. Geh weg. Husch. Nein. Doch, haben wir. Ja, und hier unten... da... Ich lasse mir da einiges einfallen. Lass ich. So, als erstes brauchen wir jetzt dann hier erstmal... Wenn wir hier so kommen, kommt da dann quasi so die Wand. Dann machen wir das hier einfach noch ein Stückchen breiter... Achso, ich wollte mir ja noch ganz fix eine neue Spitzhacke mitbauen. Die brauchen wir, weil wir ja jetzt quasi ein bisschen was raushauen aus der Gegend.
Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. Ach, was will ich denn hier? Ich will daher. So, halt. Zackidi zack. Und neue Spitzhacke. Ist ja nicht so, dass wir jetzt in der letzten Zeit mehr als genug Spitzhacken verbraten hätten, ne? Aber hey, dafür haben wir wieder jede Menge Stoff bekommen. Stoff. Also hier so Rohmaterial, hier möchte ich es mal nennen. So. Na toll. Haben wir wieder eine schöne Kiesader. Ist doch auch was Tolles. So, warte mal, wenn du dann hochkommst. Wir müssen auf jeden Fall, das hier wird auf jeden Fall eine Wand. Eine Vierer. Und dann gehen wir hier noch eins weiter nach unten. Dann ist das so halbwegs schick. Da müssen wir dann noch ein Stückchen weiter nach rechts. Mit der Wand. Und dann kommen wir hier eigentlich mit unserem Gang schon mal ganz gut vorwärts. Und hier kommt ja dann so eine kleine Brüstung her. Und da drüben kommt ja dann quasi, da gibt es dann hier so einen kleinen Durchgang. Warte mal, das kann ich ja schon mal so ein bisschen vorzeichnen quasi. Warte mal, dann geht das nämlich da lang, geht eine kleine Treppe hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir hier so rauskommen, wie wir das... Genau, und dann kommst du hier so raus. Dann hast du hier dann quasi so dann deinen Halbbogen. Wo du dann quasi hier stehen kannst und dann auf das Hofinnere runterblicken kannst. Und hier ist dann nur so eine kleine minimale Brüstung. Kennt man, gibt's ja auch. Und da bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht rüberschlagen soll und da auch noch so eine minimal kleine Brüstung mache. Beziehungsweise... nee, da machen wir ein bisschen was anders. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, auf jeden Fall hier durch. Das ist eine Doppelwand. Nee, das ist eine einfache. Egal, weichen muss es trotzdem. Und dann können wir mal gucken, wie wir das dann von unten noch verkleiden. Weil da haben wir ja einmal, haben wir ja hier diesen kleinen Überhang. Wenn ich da noch richtig bin, ne? Ja, genau, das hier ist ein Überhang. Warte mal, da gehen wir aber noch ein Stückchen weiter rüber. Bauen wir ja unten dann irgendwie so Stützen oder sowas mit hin, haben wir gesagt, ne? So. Gut so, gut so. Ach ja, ich freue mich schon tierisch darauf. Oh. Wenn ich jetzt dann quasi anfange mit der U-Bahn. Ah, da kribbelt's mich schon in den Fingern, kann ich euch sagen. Dass da unten endlich mal was vorwärts geht und wir endlich mal eine Runde damit fahren können. Toi, toi, toi. So, was haben wir da oben schon wieder entdeckt? Ich gehe mal prüfen. Ah, okay, wir haben nichts entdeckt. Sehr schön. Nichts ist auch mal toll. So, jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir denn als Bodenbelag? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde nach unten und hauen uns ins Bettchen. Und gute Nacht. Na, passt noch nicht. Ja, oben, da wird jetzt dann einmal natürlich als Wand, werden hier die hier benutzt und mal gucken, ob wir eine Doppelwand machen oder nicht. Gute Nacht. So, und guten Morgen, liebe Sorgen, liebe Arbeit. Und so weiter. So, hier müssen wir auf jeden Fall... Boah, da müssen wir ja noch ein ganzes Stückchen weg. Naja. Hilft ja alles nichts, ne? Dann ist wieder die Überlegung, was machen wir mit der Decke und so weiter und so weiter. Diese ganzen Designer-Sachen, da müssen wir mal gucken. Es soll ja auch alles irgendwie ein bisschen zueinander passen, aber auch nicht gleich sein. Das ist immer so das... Oh, Kohle. Schön. Das ist immer so das, wo man ein bisschen überlegen muss, wie man es denn am besten macht, weil so extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten hat man ja jetzt, sage ich mal nicht. Das ist wie bei Sims 1. Wenn du dann den 2er oder 3er dazu vergleichst, das sind Weltenunterschied. Und so ungefähr ist das mit Minecraft und Feed the Beast. Und wenn du einmal das Bessere gewohnt bist, dann möchtest du eigentlich nicht mehr zurück zum Alten. Ich dachte schon. Aber bei Minecraft ist es ein bisschen anders. Das ist ja nicht so, dass man nicht mehr Minecraft spielen möchte, sondern es ist halt, ja, diese Gestaltungsvielfalt, die fehlt halt ein bisschen, aber
Es stört nicht. Sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir dann das auf der Höhe. Muss ich mal gucken. Aber das passt so, würde ich sagen. Da ist ja dann die Wand. Da könnte man den Gang, das ist ja auch noch ein kompletter Berg hier. Da könnte man in der Theorie den Gang noch ein bisschen quasi von... Hier geht's dann einmal, da kann man hier so eine Kreuzung machen. Also quasi, da geht man dann zwei Schritte rein und hier ist dann so eine Kreuzung. Da geht der eine Weg, der geht dann da so links. Dann... Wie weit geht denn der Berg hier aus? Warte, ich geh mal da... Der geht da komplett durch. Ja, Überlegungen. Aber ich denke mal, das werden wir einfach mit Probebohrungen und Rumprobieren herausfinden, wie wir das am besten machen. Kies überall. Ist ja wie auf der Baustelle hier. Oh. Und ja, durchaus, ich weiß, wie es auf Baustellen aussieht. Ich war selber ein paar Jahre lang auf Baustellen unterwegs. So, warte mal, das sind dann da 1, 2, 3, hauen wir das hier noch weg. Dass wir hier eine schöne Kante haben. Weil dann geht er da eine kleine Treppe nach oben. Und dann passt das. Außen mit dem Design von dem... Oh. Warte mal. Ich sag mal, mit dem Rednervorsprung, da lasse ich mir auch noch was einfallen, wie man das am besten löst. So. Ging ja ruckizucki. Das machen wir jetzt überall, weil hier den ganzen Kies, das sind ja doch ein paar mehr. Sparen wir uns auch Werkzeug dadurch. So. Dann müssen wir das hier auch noch machen. Junge, Junge, Junge. Aber jetzt geht's wenigstens, wenn man mal so vergleicht, die letzten Folgen, so langsam mal ein bisschen vorwärts hier drin. Also im Vergleich dazu, was es, sagen wir mal, die ersten 200 Folgen so vorwärts ging, geht's jetzt doch relativ gut voran. Mal gucken, also anhalten wird's ja auf jeden Fall nicht, weil irgendwann braucht man auch wieder neue Projekte und die ziehen sich dann wieder ein bisschen, bis die angelaufen sind und so weiter. Aber auch da wird es dann irgendwann so sein, dass es einfach wie ein Zug zügig durchgeht. So, da müssen wir noch ein. So. Die Bücherei müssen wir dann auch noch versetzen. Da müssen wir mal gucken. Hier mal ein bisschen Licht gemacht. Da müssen wir mal gucken, wo wir denn unsere Bibliothek hin basteln. Ob wir die oben oder eher unten machen. Also lustig wäre es natürlich, wenn wir da so eine Art hinbekommen, wie ich sie damals hier auf dem, in meinem alten Serverprojekt, wie ich es da gemacht habe, wenn wir das irgendwie so hinbekommen, so unter Wasser, mit Kuppelbeleuchtung und, ja, aber das dauert dann wieder so ewig mit Ausheben und so weiter. Alles eine Frage der Zeit, meine Freunde, alles eine Frage der Zeit. So, heben wir bis hierher aus. Aber wir werden sehen. Oh, wir brauchen schon wieder neue Spitzhacken. Habe ich noch ein Crafting-Table mit? Nee, hat er nicht. Hier oben steht ja auch keiner. Da bauen wir uns jetzt gleich ein paar mehr. Wie schaut es im Inventar aus? Da schaut es noch gut aus. So, da bauen wir... Ja, wow. Bauen wir uns gleich ein paar mehr. Zwei Stück. Zack und zack. Schnauze. Ist denn schon wieder Schlafenszeit? Nee, ist Mittag. Ich gehe mal prüfen. Hallo? Jemand hier? Oh, der ist offen. Aber hier ist niemand. Oh, oh. Warte mal. So, nicht, dass da noch irgendwann was passiert. Komisch, dass wir da bis jetzt immer... Guck mal. Ja, komisch, dass wir bis jetzt immer verschont geblieben sind, dass wir da reinfallen. Mach mir nichts kaputt.